Einen wunderschönen Sonntagabend. Hier habe ich euch verlassen, hier mache ich weiter. Es gibt also einen Sicherungskasten. Ich gehe stark davon aus, dass der im Keller sein wird. Ich brauche zwei freie Hände dafür. Das heißt, wir müssen erst das Licht anmachen, der natürlich vom Geist abgehalten wird hier. Oh, wie toll. Ah, hier scheint auch wieder ein Speicherpunkt zu sein, eventuell. So, jetzt sind wir hier einmal rum. Das hier ist der Ausgang. Kann ich hier, wenn ich jetzt gucke, heißt wahrscheinlich, die Tür ist verschlossen. Dieser Nacht war ich kein Mensch mehr. Ich wurde zur Beute. So, jetzt haben wir hier den Tisch vor uns. Das haben wir gelesen. Nein, haben wir nicht. Margarets Tagebuch, Auszug C. 2. April 1906. William gedeiht gut. Er hat die blasse Haut und die schwächliche Gesundheit seines Vaters. Ich habe immer ein Auge auf ihn. Er ist sehr schnell für einen Zweijährigen. Ich stimuliere ihn mit allen möglichen Tests und Erfahrungen, um seine Seele zu erheben. Turners Gemälde haben ihn in helle Aufregung versetzt. Bach erfreut ihn. Seltsamerweise mag er bittere Sachen und er blickt immer sehr intensiv auf ein Bild von Jesus. Ich versuche, in ihm zu lesen. Ich versuche sicherzugehen, dass nicht alles vergebens war. Wird er stark genug sein, eine Säule dieser Welt zu werden? Gott, gib mir den Glauben und all die Zweifel zu zerstreuen. Heute Morgen habe ich einen Lichtschimmer in seinen Augen gesehen, der mich an seinen Vater erinnerte. Seine Augen sind so tief, wie zwei düstere Gruben. Mir ist nicht wohl dabei. Sie prüfen deine Seele auf einen Durchschlupf. Ich griff nach seinem Arm, damit er aufhört, denn ich sah, wie Henry mich von der Türschwelle aus beobachtete. Er überwachte mich stets, wenn ich mit seinem Kind allein bin. Also, da hat Henry schon relativ früh gemerkt, dass man der wohl nicht allzu sehr vertrauen sollte. Der Margaret. Ja, komm. Was haben wir hier sonst? Aber wir müssen auf jeden Fall hier Licht anmachen. Oh, wie schön. Ha, fällt der Stuhl um. Es klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber das ist wirklich schon bei solchen kleinen Momenten echt so ein leichter Schauer darüber geht, auch wenn man es gesehen hat. Sehr gut. Auf jeden Fall hier Auszug 9 von Margarets Tagebuch. 6. März 1914. Dr. Rosenthal hat es bestätigt. Ich bin schwanger. Sarah, das arme Ding, die mehr in Händen als in Büchern liest, glaubt, es wird ein Mädchen. Und doch beunruhigt mich etwas. Es ist nicht die übliche Müdigkeit und Übelkeit, sondern es ist die Masse, die in mir wächst, wie ein dem Untergang geweihter Stern. Es wird ein Junge. Ich weiß es. Sein Ego lastet gleich schwer auf meinem Eingeweiden. Ich hatte Albträume, in denen Vater mich heimgesucht hat. In einem lag ich nackt auf einem Haufen schwarzer Asche, die Asche meiner Vorfahren. Ich war bewegungsunfähig, während Vater, sein Mund klebte fest auf meinem Bauch, Worte flüsterte, die mir die Haut verbrannten. Dann hob er den Kopf und sprach: Er wird wahnsinnig sein. Wahnsinniger gar, als ich es war. Dann tauchte er den Kopf in meinen Bauch, und als er ihn wieder erhob, hatte er das Kind im Maul, das Maul eines Wolfs. Ich hörte, wie er zuklappte. Ein grässlicher Ton. Ich erwartete, und der Schrei des Babys hallte in meinen eigenen wieder. Dieser Junge wird unter dem stählernen Stern von Venter Cross geboren, unserem Siegel. Ich werde ihn heilen, was auch immer er auf diese Welt mitbringt. Schöne Voraussetzungen, auf jeden Fall, wissen wir. Das sieht aus wie ein Lichtschalter hier. Könnte auch einfach nur so eine Ecke sein. Und wir müssen jetzt wohl wirklich an diesen Geist ran. Wir müssen an diesen Geist ran. So sehr ich es auch nicht möchte. Wir müssen da irgendwie hin. Da unten ist der Stecker. Ich komme nicht drum rum. Ich wüsste nicht wie. Ich habe sonst hier keinen Lichtschalter entdeckt. Ich habe hier auch alles durchsucht und sobald ich jetzt hier hingehe, wird der Geist sagen: Hallo, da bin ich. Haben wir hier sonst irgendwie eine Möglichkeit, was zu machen? Ich denke kaum. Haben wir das Bild gesehen? Viele dunkle Gedanken wurden in diesem Zimmer geboren. Ich konnte das nicht mit einem Streichholz in der Hand. Ja, wenn ich es aber ausmache, dann kannst du es auch nicht. Ich versuche jetzt ganz nah an der Wand entlang zu gehen. Viele dunkle Gedanken wurden in diesem Zimmer geboren. Du wiederholst dich. Oh. Die junge Margaret, ein hübsches Gesicht, das einen Sturm verdeckte. 11 Uhr abends bei mir, immer noch Montag, komm. Danke, Licht. Juhu, es geht doch einfacher, als ich dachte. Sagte er und rennt und rennt und rennt und rennt hierher. Dreh es zu dem Geist. Wo bist du hin, Geist? Wieso verschwindest du einfach so?
Das ist nicht nett von dir. Wir drehen es mal dahin. So, machen wir das hier mal aus und schieben hier mal so ein bisschen rum. Schie! Ah, ne, zieh! Ah, jetzt haben wir den Raum hier quasi erstmal befreit. Achso, damit ich da drüben natürlich wieder hin kann. Weil da war ja auch noch was. Da, nämlich die Truhe. Die war es, die wir jetzt durchsuchen können. Hi! So, wollen wir mal gucken, was haben wir da drin? Öffne sie bitte. Öffnen! Streng dich an, Junge. Es geht um alles. Und dann schauen wir mal rein. Ein Schlüssel. Wahrscheinlich der für den Keller? Ich würde vom Keller... Na, natürlich. Wieso geht das Licht nicht an? Wieso geht das Licht nicht an? Ah. Tja. Entweder habe ich diesen entscheidenden Punkt nicht gefunden. Oder es war beabsichtigt, dass es nicht angeht. Und ich hätte einen anderen Weg einschlagen müssen. Auf jeden Fall wissen wir jetzt einiges. Wunderschön. Vielen Dank. Dankeschön da draußen auf der Straße. Freut mich sehr. Wunderprächtig, Leute. Das geht aber richtig rund. Ich mach gerade mal das Fenster zu. Entschuldigt, falls ihr das irgendwie mitbekommen solltet. Ich hoffe, ich habe es leise genug gemacht. So, jetzt gehen wir hier rein. Guten Tag, hier sind wir wieder. Hi. Ja, wir wissen es. Tür ist zu, wie tragisch. Die Tür haben wir noch gar nicht ausprobiert. Mit zu sein, oder? Ja. Wie erwartet. Eventuell ist der Schlüssel auch für diese Tür. So. Hier müssten irgendwo noch gleich Streichhölzer sein. Oder bin ich... Nee, da drüben waren sie gerade. Ich habe sie gesehen. So, jetzt gehen wir hier rüber. Holen uns die Streichhölzer. Das Gute ist, dass die Texte, die wir gelesen haben und alle Informationen ja beibehalten werden. Das heißt, wir wissen, was Sache ist und was wir jetzt tun müssen. Zumindest in einem gewissen Maße. Ich weiß nicht genau, was ich machen muss, nachdem ich den Schlüssel genommen habe. Ich werde erst die anderen Sachen danach inspizieren. Hier werde ich jetzt versuchen, gemütlich dran vorbeizugehen. Ah, ich hätte die noch wegmachen müssen. Das wird sein. Das habe ich vergessen. So. Jetzt haben wir das hier. So, Dele. Jetzt gehen wir hier zurück. Machen zunächst einmal wieder da die Vorhänge weg. Damit wir nämlich darüber zur Kiste nachher kommen können. Und dafür müssen wir das hier wegmachen. Nein, das wollte ich nicht lesen. Ich wollte dieses hier. Ja, ich weiß, du brauchst zwei freie Hände. Wir machen ein Licht aus. Willst du mich jetzt veräppeln? Willst du mich jetzt echt veräppeln? Durch die Dunkelheit kannst du nichts sehen? Wie dunkel ist es denn? Guck doch mal. So, bist du jetzt zufrieden? Jetzt bin ich natürlich da durchgelaufen. Hierhin, danke. So, einmal ziehen. So, jetzt ist der Weg zur Kiste frei, aber wir werden zunächst den Weg zur Tür frei machen. Weil wir jetzt nicht dumm sind, wir haben ja was gelernt. Dummerweise habe ich das vergessen. Schiebe, bitte. Schiebe, wie du noch nie geschoben hast. Das müsste jetzt der Nachbarraum sein. Wir schauen uns gerade nochmal ganz kurz den Lageplan an. Und zwar ist hier der Raum. Die Geheimtür ist also hier, sind wir drinne. So, wir kommen hier rein. Das ist jetzt der Gang in diesen großen Saal. Alles klar, da wissen wir doch jetzt, wo wir sind. Ist das nicht gut? Ich finde schon. So, der nächste Weg wird sein... Ich wollte erst sagen, zu speichern, aber das geht ja gar nicht. Was ich versuchen werde, ist erstmal die Tür zu öffnen.
Gehst du aufmachen, Tür? Bitte. Verschlossen. Dieses Zimmer wollte mich nicht freigeben. So, wir wissen auf jeden Fall, dass der Schlüssel dann dort ist. Und da wartet auch schon der Geist. Da haben wir die Leiche. Der Geist ist von da weg. Der ist jetzt auf jeden Fall hier vorne. So, ich muss dann versuchen, hier lang zu kommen. Kann ich das vielleicht irgendwie so machen, dass ich noch einigermaßen was vom Raum sehe? So, wir machen wieder Licht an. Gehen hier lang. So, kann ich die jetzt öffnen? Es müsste gehen. So, Hitzkopf. Das ist meine neue. Ja, komm, wir wissen es. Das ist meine neue Errungenschaft gerade für diejenigen, die das interessiert. So, jetzt öffnen wir die. Jetzt wird gleich das Licht ausgehen. Okay, wir sind vorbereitet. So, wir gucken uns zunächst mal alles an. Was haben wir hier? Diese Bücher befassten sich mit der modernen Entwicklung der Mode. Schon wieder. So, da haben wir einen Totenschopf. Wir kommen nur bis zum Schlüssel. Mehr gibt es nicht, wie es scheint. Nein. So, jetzt werde ich den Schlüssel nehmen, dann wird das ausgehen, dann kommt der Geist. Ich muss direkt nach links, bis sie mich um 180 Grad drehen. Mach schneller. So, da läufst du lang. Ich kann die nicht anmachen. Jetzt wirst du natürlich von der anderen Seite kommen, wetten wir. Das Zimmer war wie ein langsam wirkendes Gift. Es war Zeit zu gehen. Komm jetzt bitte Licht. Bitte lass es funktionieren. Nein. Wieso? Wieso gönnst du mir denn gar nichts? Gib mir bitte mal einen Speicherpunkt. Ein Kamin. Boah, bitte. Es wäre so schön. Mal wieder dieses schöne gelbe Feuer sehen. Nein. Eine große Lampe. So, ich will jetzt erstmal hier an der Wand entlang gehen. Wobei das hier könnte wichtig sein. Ein Zettel. Opfernotiz 4. Miss Adams. Mr. Auerbach will Sie nächsten Freitag um 20 Uhr in seinem Haus in Black Lake empfangen. 36 Fairmont Street. Wie ich Ihnen schon bei unserem ersten Treffen mitgeteilt habe, ist er ein wichtiger Mann. Seine Momente der Entspannung sind ihm ebenso wichtig wie seine Geschäftstreffen, und es liegt in meiner Verantwortung, dass alles gut verläuft. Ich muss Sie nicht daran erinnern, dass die Wertschätzung eines solchen Mannes in diesen schweren Zeiten viel für Sie verändern könnte. Wir erwarten, dass Sie tadellos sauber und vollständig seiner Unterhaltung verschrieben sind. Sie werden tun, was auch immer er von Ihnen verlangt. Natürlich erwarten wir Pünktlichkeit. Kenneth Lynch, August L. O. Nee, August L. Auerbachs persönlicher Assistent. Na toll, also er hat sich wohl eine Prostituierte geholt. Etwas in der Mitte des Zimmers rief mich zu sich. Ein Klavier. Könnte das wohl sein? Ich hoffe, dass hier jetzt Selina kommt. Das Klavier flehte mich an, die Musik zu spielen, die in der Luft lag. Hier liegt Musik in der Luft? Ich sehe ja eher tot, aber okay. Als ich spielte, vibrierte die Luft um mich herum. Ach, Selena. Wahrscheinlich möchte sie mir gerade sagen, spring hier runter. Beende dein Leben. In dieser Hölle. Sie springt. What was she trying to do when she jumped?
To put an end to a dream she seemed sentenced to live again and again? To give me proof she needed me? Just like her, I wanted to escape. But I wanted to escape with her. And in one piece. Sie ist gesprungen. Ein Kleid am Rande der Leere. Selena hatte versucht, sich das Leben zu nehmen. Ihre Pein war endlos. Selbst der Tod wies sie ab. Dieser Selbstmord offenbarte etwas, das in ihrem Leben gefehlt hatte, doch in dem Scheitern lag Hoffnung. Ich musste herausfinden, was sie retten könnte. Ich werde es sein, Selena. Ich bin es, der dich rettet. Ich hätte hier gern einen Lichtschalter. Ist es denn so schwierig, mir einen Lichtschalter anzubieten? Hallo? Naja, schauen wir erstmal jetzt hier die Plakate an. Selena war anscheinend erfolgreich und tourte durch Kalifornien. Das haben wir schon gelesen, das wussten wir. Bewegen, oh. Das Buch Ausrichtung der Elemente, der Planeten war erst kürzlich gelesen worden. Ausrichtung der Elemente? Selena and the Frozen Suns, ihr viertes Album, sie war ein Star. Selena war 1936 durch 15 Städte Kaliforniens getourt. Mehr nicht? Nein, scheint nicht so. Alles klar, wissen wir Bescheid. Vielen Dank. So, was haben wir hier? Diese Bücher stammen von überall auf der Welt, also ein belesener Mann. William, Auszug 11, 24. März 1926. Meine Finger tun weh. Ich trainierte jetzt ausgiebiger. Liszt, Chopin, Brahms, Rachminow bis zum Abwinken. Das dritte Klavierkonzert schüttelte ich bereits aus dem Ärmel. Mutter hat mich jahrelang damit gequält. Jetzt spiele ich es fast schon automatisch. Mit jeder gedrückten Taste ramme ich ihr ein Messer in den Bauch. Wenn die Technik mich langweilt, improvisiere ich einfach. Und jedes Mal fliegt mir dabei der Jazz entgegen. Ich spiele für eine imaginäre Geliebte, eine Frau, die vom Himmel kommt. Meine Finger schwirren über die Tastatur wie Glühwürmchen, die sich vom Tag zur Nacht bewegen. Ich weiß, dass Luna mir zuhört, denn sie hört alles. Ich habe bemerkt, dass sie auf Variationen in meinem Spiel reagiert. Ihr Leuchten verändert sich im Rhythmus meiner Finger. Es ist wie ein Tanz. Ich gehe davon aus, dass Selena das gleiche für Henry ist wie Luna für William. William an Selena. Erster Brief. Liebe Selena, ich möchte Ihnen noch einmal für die Spieldose danken. Ich habe einen schönen Platz im Wohnzimmer für Sie gefunden. Ihre süße kleine Melodie habe ich in mein Hirn gebrannt, damit ich sie auch in meinen Träumen hören kann. Und für jemanden, der nicht viel schläft, sind deine nächtlichen Besuche ein Segen. Du bist der Talisman, der mich vor den Albträumen schützt. Du hast gesagt, die Serenade für ein Mondmädchen, die ich für dich geschrieben habe, hätte dich gerettet. Ich kann noch immer nicht glauben, dass du mir das Leben nehmen wolltest. Wenn meine Kunst, dieselbe Kunst, die ich für belanglos gehalten hatte, derlei Wirkung auf dich hat, dann schreibe ich weiter, um dein Leben lebenswert zu machen. Ich habe die Notenblätter in die Spieldose gelegt. So können unsere Stimmen bei Nachtanbruch zusammensingen. William Vesper. Ich glaube, dass Selena für William ist dasselbe wie gerade eben auch für mich oder Luna, irgendwie sowas. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich rede gerade ganz schön viel Blödsinn. Oh, ich sehe Streichhölzer. Streichhölzer sind immer schön. Index Liborium Prohibitorium. Bücher, die von der katholischen Kirche verboten waren. Das sieht nach einem Sonnensystem aus, oder? Kann das sein? William Vesper, der verlorene Sohn, der die Last der Familie auf den Schultern trug. Ah, hier ist ein Speicherpunkt. Ich freue mich darauf, meine Beine und meine Gedanken in diesem Sessel ruhen zu lassen. Und das mache ich jetzt. Ich bin ein ganz schön böser Mensch, ich weiß. Aber ich habe einen Speicherpunkt gefunden. Ich werde ihn jetzt nutzen, bevor ich noch ganz viele Streichhölzer verdaddle und dann erst speichere. Mache ich das jetzt. Das heißt, hier ist das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Freut euch, dass es weitergeht. Sogar relativ smooth, muss ich sagen. Ich habe einen Run, ich bin im Flow. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt White Knight. Bis dahin, schönen Sonntagabend und ciao.